Tja. Es bleibt spannend. Wir spielen in der, ich weiß nicht, 199. Partie gegen Großmeister Jan Gustafsson. Der Bundestrainer persönlich möchte beweisen, dass ich es nicht schaffe, in 1000 Spielen auch nur ein einziges Mal gegen ihn zu gewinnen. Momentan liegt er damit noch richtig, aber erst zu 10%. Alles kann sich ändern mit einer einzigen Partie. Und das werde ich jetzt versuchen bei Es bleibt spannend. Wir springen direkt rein in die. Und ich möchte mich entschuldigen. Nikola ist immer noch im Urlaub und ich kriege es nicht gerade so umgesetzt wie sonst. Irgendwas stimmt hier mit den Grafiken und den Einstellungen nicht. Beziehungsweise Jan hat auch irgendwas verändert und deshalb sieht das jetzt so aus, wie es aussieht. Aber das Wichtige ist ja hier eh in der Mitte des Feldes. Da spielt die Musik. So wäre es blöd. So ist ganz cool. Ich habe hier so ein paar Knöpfe, die ich drücken kann, aber egal, was ich drücke, es wird nicht besser. Der macht zum Beispiel gar nichts. Das sollte eigentlich das Overlay sein. Jan hat es eilig, das merkt man schon, mit seinen neuen Eröffnungen. C5 auch noch nicht so oft gehabt. Oh, da bin ich schon in die Falle rein. Jetzt dahin gehe ich da hin. Was ist das denn? Wie konnte das denn passieren? Fick dich! Tracht, jetzt das. Hier ist ein harter Tag. Gib nicht viel zu sagen. Sorry dafür. Hatten wir auch schon mal hier auf einer B3 und nach C4 und die Bauern fangen halt diesen Läufer ein. Deshalb hier ist immer die Schlüsselsituation, wo, aber das ist der nächste Schritt für Eddie, je nach Auswahl meines zweiten Zuges, es ein bisschen anders sein kann. Ich weiß nicht, wie ich das gut erkläre, leider. Ich kann das Brett mal drehen. Dreht man mit F das Brett? Doch. Also Spanner F3. Grundsätzlich, man kann auf alle, egal welcher zweite Zug von Schwarz kommt, immer Bauernhard D4 spielen. C schlägt D und mit dem Springer zurückschlagen. Da muss die Dame nicht in die Mitte. Und als nächstes, meistens wird der Bauer angegriffen, also zum Beispiel so, 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 so. Und als nächstes wollen wir jetzt den Läufer raus und kurz rochieren. Das ist tatsächlich das einfachste Programm, weil man Bauernhard D4 auf alles spielen kann. Egal, ob hier Sperr C6, E6 oder D6 kommt. Aber sonst, die Entwicklung des Läufers macht halt mehr Sinn, wenn der Springer da ist. Der Läufer diesen Springer in den Blick nimmt. Oder was wir auch ein paar Mal im Match hatten, war ja so und so. Wonach der Läufer dann erstmal keinen Tritt kriegt. Bauer E6, deshalb der gemeinste Zug, deshalb ist ja auch als gemein tituliert, weil jetzt die Läuferentwicklung schwieriger ist. Hier kann er einen Tritt kriegen mit Bauer D5 und hier wird er halt von den Bauern gechased. Also nach Bauer E6 ist es schwieriger für Weiß, in Anführungszeichen, ruhig zu spielen. Hier ist Bauer D4 schon der beste Zug. Alternativen, die wird es wieder komplizierter, wären Bauer C3 oder Sperr nach C3 oder von mir aus auch Läufer nach E2, wenn wir den Läufer ziehen wollen, um kurz auch gerade vorzubereiten. Aber hierhin oder hierhin ist halt nicht so gut für den Läufer, weil er da einen Tritt kriegt von meinem Bauer. Was soll er machen? Es war ein langer Tag für Etienne Gade hier, auch mit dem Eintracht-Spiel. Langer Tag.
mit dem Deutschland-Germany-Match. Insofern machen wir, glaube ich, jetzt schon wieder Schluss für heute. Ey, schön, dass ihr dabei seid, wart für diesen Mini-Stream. Wie ist die Qualität? Ich bin hier im Hotel mit haufenweise Schachspielern.